Herzlich willkommen zum 12. Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für Einsteiger, Einsteigerinnen leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile der Videopodcast-Reihe verlinkt. Ein anderer Ausdruck für die Gesetzgebung, also die Art und Weise, wie Gesetze beschlossen werden, lautet Legislative. Die Legislative ist eine Staatsgewalt, da die Gesetze nur von einem staatlichen Parlament beschlossen werden können. Das Erstellen von Gesetzen, deren Beratung und deren Beschluss im Parlament wird als Gesetzgebung bzw. Legislative bezeichnet. Auf Bundesebene erfolgt die Legislative in der Bundesversammlung, also dem Bundesrat und Nationalrat. Auf Landesebene erfolgt die Gesetzgebung in den Landtagen der neuen Bundesländer. Vertreter der Legislative sind Abgeordnete zum Nationalrat und den Landtagen. Eine wesentliche Aufgabe der Abgeordneten ist es, die Ausführung der Gesetze, die Exekutive, durch die Regierung und Verwaltung zu kontrollieren. Die Rechtsprechung, also die Judikative, ist aufgrund der in der Verfassung vorgeschriebenen Unabhängigkeit keiner direkten Kontrolle durch die Abgeordneten unterworfen. In einer sogenannten repräsentativen Demokratie treffen gewählte Politikerinnen und Politiker wichtige Entscheidungen und beschließen zum Beispiel Gesetze. Die Politikerinnen und Politiker sollen die Meinung ihrer Wählerinnen und Wähler repräsentieren, also vertreten. Wenn man nicht wählen geht, verzichtet man auf seinen politischen Einfluss, da man die eigene Sichtweise und Interessen nicht zum Ausdruck bringt. In einer direkten Demokratie entscheiden alle Wahlberechtigten, also die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, ob die vorgeschlagenen Gesetze in Kraft treten können. Eine Form direkter Demokratie ist in Österreich heute die Wahl des Bundespräsidenten. Dieser wird von der Bevölkerung direkt gewählt und nicht von Vertreterinnen und Vertretern der Parteien. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im 13. Video meiner Videopodcast-Reihe. Wer sorgt dafür, dass die Gesetze umgesetzt werden? Die exekutive Vollziehung.